Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Jungle Climber. Im letzten Part haben wir schon das extra schwere Level aus Welt 1 abgeschlossen und auch dieses hier 2-2 den Glasöhrgarten, wo wir durch dieses Portal hier in einen Glasöhrgarten kamen, ganz verrückt. Und jetzt geht's weiter hier in Welt 2 mit Level 2-3, dem Ruinenweg. Das scheint wieder ein etwas normaleres Level zu sein, sag ich mal. Aber mal gucken. So. Ich habe am letzten Mal sogar auch schon ein paar Mal meine Superpower dahergeben müssen. Jetzt habe ich nur noch die einmal zur Verfügung. Aber mal gucken, ob ich die hier brauchen werde oder nicht. Ich gehe erstmal hier hin. Okay, jetzt haben wir schon... Ja, verdammt. Einstürzende Plattformen. Aber ich glaube, die kommen wieder. Ja, genau, die kommen wieder. Okay. Aber dennoch muss man jetzt schon ein bisschen aufpassen. Also ihr seht, wieder mal eine neue Mechanik wird eingeführt. Das war jetzt etwas ziemlich Offensichtliches, dass irgendwann nochmal die Plattformen runterfallen würden. Aber ist trotzdem was Wichtiges, weil das wird noch sehr oft vorkommen. Vor allem in späteren, schwierigeren Leveln wird es oft vorkommen, dass Plattformen runterfallen. Man kann sogar, das hätte man jetzt nämlich gerade, glaube ich, so machen sollen, man kann sogar die Plattformen, während sie herunterfallen, noch ausnutzen, um dadurch wiederum an neue Orte herankommen zu können. So hätte ich nämlich gerade zum Beispiel an die große Bananenstaude hinkommen können. Das nervt mich mal total, dass die einen da immer so reinziehen, die Fässer. Also da komme ich nicht hin zum K, muss ich von woanders aus machen. Aber na gut, kriegen wir schon hin. Das wäre ja eh nicht wichtig, das K, aber ich will es mir trotzdem holen. Weil da unten könnte ja sogar noch mehr sein. Es könnte ja auch sein, dass da unten noch eine Bananenmünze oder das Ölfass oder sowas ist. Wir schauen mal. Aber nee, ist noch das K. Okay. So, trotzdem nehme ich das gerne mit. Diddy habe ich ja leider auch nicht mehr, den habe ich auch verloren beim letzten Mal. Das ist schon immer eine große Hilfe mit Diddy, weil der halt wirklich einige Collectibles, die weit oben sind oder sowas, leicht einsammeln kann für einen. Oder auch Gegner besiegen kann, die ansonsten im Weg sind. Also ich hoffe, dass der bald wieder zurückkommt. Es gibt schon relativ häufig eigentlich Diddy-Fässer. Aber mal schauen. Zack. Oh Gott, das reicht nicht mal. Hätte ich mir jetzt fast verschätzt. Ja, nicht zurück. Nach unten bitte. Bam. Etwas ungewöhnlich, dass wir jetzt hier nach unten müssen. Anstatt wie sonst immer nach oben. Aber okay. Genau, ich kann mich eben noch hier festhalten und dann auch im Runterfallen kann ich halt auch noch dann an hohe Orte eventuell kommen. Und da haben wir Diddy und ein neues Power-Up für Diddy. Wie gesagt, es gibt sogar in jedem Level mehrere neue Mechaniken teilweise. Siehst du die Flügel dort? Mit Diddys Hilfe kannst du sie benutzen. Sie sind so leicht zu verwenden, dass du im Nu fliegen wirst. Juhuhu. L ist linker Flügel, R ist rechter Flügel. Bananig einfach, oder? Aber beachte, dass du nicht ewig fliegen kannst. Wenn die Flügel rot werden, bleibt dir nicht mehr viel Flugzeit. Noch was, wenn du fliegst, kannst du nicht angreifen. Ja, Bananik einfach, könnte fast von Xenanab, oder wie er heißt, stammen. Dieser Satz von unserem Bananenfreund. Ja, mach ich gleich, das Fliegen, keine Sorge. Ich mach mal sofort, komm. Wenn ich mit DK allein das einsammle, passiert übrigens gar nichts einfach. Genau, das kann eben nur Diddy machen, oder halt beide gemeinsam. So, und das hält jetzt wirklich nur eine bestimmte Zeit lang an. Hat der Cranky auch gerade erwähnt. Ich weiß immer noch nicht genau, wie es bei dem Hammer ist. Ob der auch nach einer gewissen Zeit weggeht oder ob er erst dann weggeht, wenn man den Raum verlässt. Keine Ahnung. Genau, am Boden entlang laufen kann ich aber noch normal. Erst wenn ich in die Luft gehe, erst dann werden die aktiviert. Man muss hier ein bisschen aufpassen, weil DK hat ja die größere Feder und er ist auch kräftiger als Diddy. Deswegen, wenn ich mit ihm L drücke, dann fliege ich viel weiter nach rechts, als wenn ich mit Diddy R drücke, nach links. Quasi. Habt ihr verstanden? Also einmal nach links oder wenn ich dreimal nach links drücke, komme ich gleich sehr weit nach rechts. Wenn ich aber dreimal nach R oder R drücke, dann komme ich nicht so weit nach links. Diddy muss häufiger flattern als DK, weil Diddy halt schwächer ist und eine kleinere Feder hat. Genau, und jetzt würde sie auch aufhören dann irgendwann. Wenn ich den Raum verlasse, dann hört sie sowieso auf. Genau. Und beim Hammer bin ich mir eben nicht sicher, ob der auch nach einer Zeit einfach weggeht. Das muss ich mal nochmal irgendwann genauer austesten. Aber gut. Ich habe bisher nichts verpasst, nee. Also, sieht zumindest nicht so aus. Es könnte sein, dass ich die dritte verpasst habe. Das werden wir gleich herausfinden. Das war gar nicht so einfach. Mann! Den richtigen Winkel dazu erwischen. Ach, komm jetzt! Ernsthaft? Das soll man wahrscheinlich eh anders hin, aber ich will das jetzt so machen. Okay, gut. Es war die dritte. Gut, okay. Hier ist wieder, genau, eine Feder, wollte ich gerade sagen. Hätte ich mir sehr viel einfacher machen können, mein Leben. Wenn ich da einfach hingeflogen wäre. Aber warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Genau, ich kann aber nicht angreifen währenddessen. Das ist ganz wichtig. Ich kann Diddy trotzdem immer noch nach vorne schicken und so noch Gegner eventuell besiegen, ja. Aber wenn ich mal fliege, muss ich zuerst den Boden berühren. Oder es muss halt die Zeit ablaufen. Eins von beiden. Erst dann kann ich wieder angreifen. So, hier ist gleich der nächste. Okay.
Vielleicht sogar ganz oben was. Warte mal, wenn ich mir die noch aufhebe. Aber hier ist eh noch eine neue. Okay. Aber da oben ist auf jeden Fall noch was, ja. Aha. Das Ölfass nämlich. Auch ganz wichtig, damit wir dann wieder zu den extra schweren Leveln hinkommen. Ja, ich nehme mal die große auch noch mitkommen. So, zack. Okay. Ich habe ja erst 43 Leben. Da brauche ich unbedingt noch mehr. So, okay. Dann mal kurz nach unten zurück. DK-Münze fehlt noch und noch eine Bananenmünze. Die DK-Münze kommt ja eigentlich immer am Ende. Und wir haben noch eine neue Mechanik, oh mein Gott. Auch eine sehr wichtige, die auch noch sehr, sehr oft vorkommen wird. Wusstest du, dass du Steine nehmen und schleudern kannst? Das wusstest du nicht? Na, dann solltest du das aber mal lernen. Topspeed, ja? Nee, kein Bock. Werde ich einfach selber erklären, ist auch wieder selbsterklärend eigentlich, aber trotzdem wichtig. Festhalten, mit der anderen Hand greifen und loslassen, um zu werfen. Bam. Genau, und da kann man eben Ziele treffen, um neue Plattformen erscheinen zu lassen oder auch Gegner, um die zu besiegen aus großer Entfernung. Also wirklich sehr, sehr wichtig. Wenn ich einen Stein in der Hand habe, kann ich natürlich mich mit der linken Hand jetzt nicht mehr festhalten irgendwo, weil da halte ich ja den Stein. Wenn ich den Boden berühre, dann lasse ich den Stein auch los. Ich kann also Objekte nur in der Hand behalten, während ich in der Luft bin. Man kann ihn aber durchaus hier so behalten und trotzdem versuchen, nach oben zu kommen. So zum Beispiel. Und dann halt hier aus sicherer Entfernung abschießen zum Beispiel. Oder so. Aber ja, ist wirklich ziemlich wichtig. Da oben jetzt zum Beispiel, genau. Jetzt muss ich... Warte mal, ich will das mit links machen. Also mit links festhalten und mit rechts werfen. Muss ich da das Fass treffen. Und der erste war gleich perfekt. Nice. Und damit kommen wir dann zur DK-Münze hin. Also damit werden auch noch einige spätere Rätsel kommen. Aber auch Geschicklichkeitspassagen. Man muss ja wirklich genau zielen und den richtigen Winkel haben, um da auch wirklich treffen zu können. Und das ist später teilweise gar nicht so einfach, dann da wirklich sicher treffen zu können. Man muss auch wirklich immer richtig ausgerichtet sein, weil so oben ist es ziemlich scheiße eigentlich, weil da treffe ich den Singer halt kaum. Es ist besser, wenn ich das andersrum mache, wenn ich mich mit rechts festhalte und mit links werfe. So. Zack. Genau, da kann man sehr viel besser treffen. Hui. Man kann sogar auch sowas hier Lustiges versuchen. Das wird sogar später noch eventuell hier vorkommen. Den Stein zu werfen und dann ihn in der Luft, während er fliegt, nochmal aufzufangen und ihn dann später nochmal zu benutzen oder so. Also man kann mit den Steinen wirklich ziemlich, ach, das geht gar nicht, okay, das wusste ich gar nicht. Aber da mache ich es halt so. Man kann mit den Steinen ziemlich tricky Dinge anstellen und auch ziemlich stylische Manöver. Ist aber ziemlich schwierig natürlich, aber es geht auf jeden Fall, wenn man denn will. Ich mache es einfach so, ist mir zu dumm. Zack. Geht schneller. Vor allem Diddy habe ich ja auch noch. Bam. Bam. Diddy ist auf jeden Fall ein besserer Stein, würde ich sagen. So, zack, na komm. Okay, perfekt. Es fehlt ja immer noch eine Bananenmünze, richtig? Ah ne, ich habe schon alle, okay. Stimmt, die habe ich ja gerade eingesammelt. Ja, sorry. Ich bin dumm. Bam. Genau, das soll man auch mit Felsen eigentlich machen, aber ich habe ja Diddy, der kann es auch erledigen. So, ich mache es auch mal so, komm, es geht schneller mit Diddy. Bam, perfekt, okay. Aber trotzdem, man hat halt nicht immer Diddy zur Verfügung. Und es gibt einige spätere Abschnitte, wo die so weit weg sind, die Fässer, dass da nicht mal Diddy hinkommen kann. Und das muss dann wirklich DK mit den Felsen machen. Also ist schon wichtig, das auch zu üben, dass man da gut mit denen zielen kann. Ihr habt ja auch gerade gesehen, ich habe auch einige Male daneben geworfen. Weil man halt da schon wirklich sehr, sehr exakt sein muss. Und das ist gar nicht so einfach, da genau zu treffen. Gut, auch das wäre geschafft. Und wir haben Zerwerfen als neues Minispiel freigespielt. Genau. Auch mit den Steinen gibt es ein Minispiel. Es gibt, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene Minispiele. Die sind alle ziemlich cool. Die werden wir uns dann auch alle nach der Story angucken. Da kann man auch Highscores aufstellen. Muss man sogar so ein bisschen für 100% irgendwie. Aber dazu kommen wir noch. Erstmal jetzt die Waldrüben. So, Level 2, 4. Das ist ein bisschen komisch hier, weil da ist eine unsichtbare Wand irgendwie. Ich kann auch ein bisschen hier entlang laufen, aber dann nicht mehr weiter. Naja, egal. Man soll ja eh entlang klettern, wie immer eigentlich. Da muss ich aber rein. Ich glaube, das muss ich mit dem Schalter aufmachen oder so. Wir schauen erstmal. Da ist auch wieder ein Bonusfass. Könnte ich auch kurz machen. Das ist ein bisschen komisch, finde ich, dass es die Bonusfässer so unregelmäßig gibt, weil es gibt nicht in jedem Level ein. Das haben wir jetzt ja schon gesehen. So in jedem zweiten Level oder so gibt es ein Bonusfass. Aber naja. Ist ja eh nicht so wichtig. Hier geht's nicht weiter. Doch. Das ist nur Bonus, oder? Hier. Ja, das sieht so aus. Das K ist hier zum Beispiel. Okay, und halt ein paar Juwelen. Sogar noch mehr vielleicht. Das K ist ja ziemlich egal eigentlich. Aber anscheinend nicht. Na gut. Ich habe auf jeden Fall wieder, genau, jetzt voll. Ich habe 3-mal kann ich den Super Move benutzen. Und ich habe auch 99 Juwelen aktuell. Also jetzt bringt es mir gar nichts mehr, weitere zu sammeln. Das sollte ich jetzt mal bald dann wieder das benutzen.
Die Flug, ich mach mal gleich, komm, so, zack. Ist mir jetzt blöd. Einfach schnell reinfliegen. Wenn ich jetzt eh das Grad voll habe, dann kann man das auch mal ein bisschen krasser benutzen. Ja, scheiße. Na gut. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Mal gucken, wie viele ich jetzt bekommen werde. 700 habe ich ja schon geschafft mit dem Großen. Das wird, glaube ich, nicht ganz machbar sein. Am Anfang kann man noch alle bekommen, aber jetzt halt schon nicht mehr. Aber ich habe auch kaum große Bananenstauden erwischt. Das sind nicht mal 300 wahrscheinlich. Mal schauen. Ja. Na gut. Aber ein bisschen mein insgeheimes Ziel ist es, dass ich noch auf die 99 Leben komme irgendwann mal. Das dürfte, glaube ich, das Maximum sein. Und mal gucken, ob ich das noch schaffen kann. So, jetzt aber rein in die Ruinen. Und wir sehen Kremlings als Gegner. Und die haben schon einiges drauf. Denn wir können sehen, dass die ähnliche Fähigkeiten haben wie auch wir selber. Die können auch greifen und sich so entlang schwingen, genauso wie DK. Die gehen aber, glaube ich, immer bestimmte Routen entlang. Also die gehen, die zielen nicht wirklich auf uns oder so. Sie gehen immer dieselbe Route entlang. Aber ist schon trotzdem ziemlich fies. Das ist aber allgemein immer cool, finde ich, wenn Gegner vorkommen in Spielen, die dieselben Fähigkeiten haben wie man selber. Und die Kremlinge haben das eben und das finde ich ziemlich cool. So, jetzt kommt, glaube ich, so ein Abschnitt, wo Diddy alleine was machen muss. Irre, schon recht kühl hier in den Ruinen, was? Meine Zähne klappern für zwei. Dein Gebiss, mein Sohn. Egal, was die Bananen auf dem Topspin angeht, die Diddy nicht erreicht. Schleudere ihn per Diddy-Angriff hinauf und geh einfach weiter. Diddy folgt deinen Bewegungen, also geh einfach in Richtung der Banane. So kann er auch für dich einen Hammer oder Flügel einsammeln. Aber Achtung, verlässt er den Bildschirm, kommt er sofort zu dir zurück. Okay, genau. Das habe ich ja schon mal davor erwähnt. Jetzt haben wir das auch wirklich hier. Da oben ist er. Und er läuft eben hier quasi nach. Soll ich hier noch ein bisschen wählen? Und kann auch Dinge für mich aktivieren oder auch Sachen einsammeln. Genau. So. Diddy, du darfst gerne runter. Aber ich gehe einfach weiter, dann kommt der Diddy auch mit. Genau, passt alles. Da würde es weitergehen. Aber ich habe die DK-Münze schon gesehen. Okay, das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Warte mal, ich werfe ihn erstmal hoch. So, zack. Genau, ich muss ihn erstmal hier rüberbringen. Dann hier hoch und jetzt hier so entlang ihn springen lassen, genau. Yay, dankeschön. Wir sind ein gutes Team auf jeden Fall. Und dann da oben noch Bananen mitnehmen, perfekt. Also auch hier wieder eine neue Mechanik, die so ein bisschen rätselmäßig ist und Abwechslung reinbringt. Ne? Also ich kann es nur immer wieder sagen, das Spiel ist echt schön designt, finde ich. Und bringt wirklich viel Abwechslung rein, ist echt cool. So, Hammer. Und alles kaputt hauen. Vor allem, da könnten ja wieder Bananenmünzen drin sein irgendwo. Aha, seht ihr mal. War sogar echt eine. Perfekt. Und ich habe sogar schon wieder volle Juwelen übrigens. Also, wie gesagt, die kriegt man echt zu sehr hinterhergeworfen. Aber okay. Warte mal kurz. Ich soll eigentlich mit dem Felsen da entlang rollen. Okay, das N ist hier. Ja, das mache ich jetzt mal schnell, weil sonst komme ich dann nämlich an die höher gelegenen Orte gar nicht hin. Das ist jetzt auch schon gar nicht so einfach, weil hier könnte man durchaus runterfallen und sterben. Ich kill erstmal die Fledermäuse. Ja, verdammt. Nee, komm. Ich treffe die jetzt nicht, ist mir zu doof. Ich mach's einfach so. Okay. Vor allem, es geht ja auch noch den Berg ein bisschen auf, deswegen muss man auch noch gucken, dass man da genügend Schwung hat, weil ansonsten schafft es, die Kugel nicht darüber zu rollen. Okay, da komme ich da dann hoch. Ja. Ich geh erstmal weiter noch. So, schön. Ja, komm. Ich muss halt ganz am Rand dann sein, wo dann funktioniert es. Am besten hier immer so. Ich hätte mir vielleicht mehr Schwung holen sollen. Das wäre sinnvoller gewesen von Anfang an. Aber es geht auch so. Wir kommen voran. Langsam aber sicher. Und wir sind oben. Okay. Sehr gut. Dann komme ich jetzt eben hier hoch, kann hier wiederum was aktivieren und komme damit dann zu irgendwas Besonderem hin. Ah ne, okay, hier muss ich sogar hin, um weiterkommen zu können. Alles klar. Genau, aber ich komme jetzt eben auch zu den Federn hier hin und kann mir noch leicht das Ölfass holen. Das war ja hier gleich in der Nähe. Da oben, glaube ich. Genau. Oh, ja. Okay. Und die letzte Bananenmünze war hier auch noch. Genau, ja. Oder ist es die letzte eigentlich? Ne, echt die zweite? What? Ich bin doch schon voll lang in dem Level. Also die Level werden auf jeden Fall immer länger, je weiter man kommt. Das merkt man auch schon ganz deutlich. Ja, stimmt, aber so lange bin ich ja echt noch nicht in dem Level. Aber es wurde halt schon wieder einiges Neues eingeführt. Deswegen kommt es mir so vor, als wäre das schon viel länger, das Level, weil wir halt schon einiges hier entdeckt haben.
Jetzt hier aufpassen, weil da oben könnte jetzt... Nein! Na, scheiße. Ist da oben irgendwas? Ja, das ist G, immerhin. Und Bananen. Ja, verdammt, jetzt habe ich aber natürlich den Felsen verpasst. Scheiße. Ja, jetzt muss ich hier ein bisschen entlang fliegen. Hilft nix. Da war der Start. Ist hier noch was? Ja. Seht ihr mal. Eigentlich hätte man das mit dem Felsen ganz langsam und behutsam machen sollen. Den immer schön da an den Rand hinrollen lassen. Und dann damit alles Mögliche erkunden. Das habe ich leider auch verschissen. Okay, jetzt bin ich aber hier. Jetzt dürfte es, glaube ich, passen, weil zur letzten oder nächsten, immer noch nicht die letzte, zur nächsten Bananenmünze komme ich jetzt gleich noch hin. Die war jetzt dann gleich hier, glaube ich, oder? Da oben, genau. Aber da kommt man auch nur ganz knapp hin. Hier ist sie doch jetzt, oder? Ja, genau. Weil da muss man wirklich es schaffen, dass man, weil so kommt man nämlich gar nicht hoch, ja? Dass man den Felsen mit Vollkaracho da dagegen crashen lässt, damit man dann hoch genug kommt. Weil der springt ja dann auch so ein bisschen nach oben. Anders kommt man da gar nicht hin, da hoch. Also ihr seht schon, es wird erheblich schwieriger, die Collectibles alle einzusammeln. Man hat ja die Flugfähigkeit, um sich noch hochfalls zu retten, das stimmt. Aber ohne die hätte ich da schon teilweise ziemlich verschissen. Also wirklich wichtig, dass ich die auch ein paar Mal sinnvoll einsetze. Und hier ist es wirklich auch wieder echt krass, wie stark jetzt schon die Schwierigkeit einfach ansteigt. Vergleicht es mit dem allerersten Level. Aber ich finde es ja gut so. Das ist ja wichtig und richtig, dass ein Spiel da an Schwierigkeit zulegt. Auch hier nach oben zu kommen, ist gar nicht so einfach. Okay, geschafft. Ich meine, die Steuerung ist halt etwas ungewohnt mit dem Greifen. Deswegen ist es schon auch gut, dass am Anfang das sehr, sehr einfach war und man halt langsam den Spieler angeführt hat. Und jetzt darf es dann eben schon ein bisschen schwieriger werden. Also ich finde, das ist gut so, auf jeden Fall. Aber es ist halt schon echt ein krasser Unterschied, wenn man das hier mit dem allerersten Level oder sowas gleich vergleicht. Ja. Aber auf jeden Fall haben wir auch das geschafft. Yeah, komplett. Gut. Dann, weil das ist wieder ein längeres Level, wieder Fragezeichen mit Portal und sowas, würde ich erstmal sagen, was hier für diesen Part von Let's Play Donkey Kong Jungle Climber. Das wird sogar, glaube ich, ein ewig langes Level, weil das hat den Bosskampf auch noch, weil es gibt keine eigenen Bosskampf-Level. Bosskämpfe sind immer am Ende von normalen Leveln. Also hier haben wir einen Portalabschnitt und noch einen Bosskampf am Ende. Also ein sehr, sehr langes und cooles Level wird uns beim nächsten Mal da erwarten. Das letzte hier aus Welt 2 und das extra Level aus Welt 2 durften wir auch noch reinkriegen beim nächsten Mal. Also einiges haben wir davor. Gut, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal.